So, Leute. Wer Stream sniped, der... Ja, ist halt doof. Ist halt einfach doof. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Bist du Streamer oder Villager? Das ist eine Frage, die ich mir auch sehr oft stelle. Momentan, ja, manchmal fühle ich mich auch so ein bisschen wie ein Villager. Da hast du schon recht. Jo, Eisenrüstung können wir uns direkt hier kaufen. Alter, ich finde das so hardcore unsatisfying, wenn du einmal missklickst beim Bett. Das hat er sich so vorgestellt, hä? Huh? Er hat Low Ground. Und die Legs. Aber Leute, ihr wisst, wie es läuft, oder? Keine halben Sachen. Runter. Ich muss mir mal wieder angewöhnen, das in die richtige Kiste zu machen. Findet nicht irgendwie jeder Valorant nice? Ist nicht Valorant voll das aktuelle so, ey, yo, jeder spielt Valorant-Game? Oder seid ihr so ein bisschen, oh nein, Valorant kann ich nicht mehr sehen. So, jeder spielt's. Zu viele spielen's. Er hat... Manche lieben Fire Charges echt, ne? Naja, wo gehst du hin, ne? Eigenwerbung stinkt. Ja, Mann. Definitiv. Oh, es lebt nur noch rot. Und rot. Oh, rot. Wenn er es dauernd macht, nicht. Warte, was? Oh, die Rüstung. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie ein bisschen anders spielen. Ich glaube, ich muss nochmal mein Gold ausgeben. Weil ohne Goldapfel traue ich mich das ehrlich gesagt nicht. Nee, Leute, ich habe noch nie Valorant gespielt tatsächlich. So, da ist der letzte Gegner, das verbrauchen wir auch mal alles. Digga, ich habe mir 2 Knockback-Sticks geholt. Ey, Bro, ich hasse es. Was ist denn das jetzt hier? Hallo? Bro, ich habe, glaube ich, ein bisschen sehr großen Dos, kann es sein? Digga, also, ich weiß ja auch nicht manchmal, was passiert hier, ne? Kann mir aber das jemand erklären? Ah, merci beaucoup. GG. Yo, yo, yo. Ja, mit der Potion oder mit Essen kann man einnehmen, weil man dann auf keinem Block... Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Map ist, ne? Aber es sieht mir nach einer Side Rush aus, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen, Side Rushen wir mal. Er hat TNT dabei. TNT-Spieler immer sehr motiviert. Oh mein... Alright, das wird ein sehr, sehr interessanter Kampf hier. Das war eine knappe Kiste. Digga, er meinte einmal. Achso, danke dir. Meinst du nicht, dass wir beide nur dadurch Zeit verlieren? Ich meine, was hat er gedacht, dass er 25 Herzen hat oder was? Gib mir bitte ein Gold. Dankeschön. So, was ist denn jetzt der Next Step? In die Mitte oder was? Probably, oder? Mag ich Minecraft? Na Leute, was denkt ihr denn? Was ist denn eure Vermutung? Es gibt Gerüchte, dass ich anscheinend wohl Minecraft mögen soll. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Echt, ja? Du magst nur Villager. Was ist denn heute mit den Villagern los? Bro, wie das da drüben aussieht, ne? Bro. Emerald-Eskalation, Hilfe. Ja, müssen wir uns halt Rüstung kaufen, ne?
Also was anderes sehe ich ja gar nicht erst ein. Und endlich mal eine Schere, Hilfe. Man muss auch dazu sagen, ne, die Emeralds haben uns jetzt gerade erkämpft. Das dürfen wir. Also dann darf man mit dir Armor auch rumlaufen. Aber Villager Sounds, Leute, ich glaube, man hat auch mit diesem Troll-Video mit Stegi eine Sache eindeutig gelernt. Wenn ich etwas kann, dann definitiv keine, irgendeine Art von Tier imitieren. Ich bin Real Talk richtig bad. Ich war giga gut. Danke dir, mein Bester. Das ist sehr lieb, aber keine falsche Bescheidenheit, bitte. Weil das war definitiv nicht so gut. Woher kommt... Oh nein. Das ist kein gutes Zeichen, oder? War da jetzt immer Invis? Oder warum lag da ein Diamond? Ja, der Typ kommt mir sehr merkwürdig vor. Wenn ich das mal so sagen darf. Bro, was die alles dabei haben. Ich komme gar nicht erst dazu, irgendwie zu einer anderen Basis zu gehen, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie Kills mache, haben die immer Tonnen an Emeralds dabei und Diamonds. Denk halt Autoklicker. Ah, Bro, er war so schnell. Ja, das ist eher so more suspicious immer für mich. Weißt du, als er mit seinem Kopf so geflickt hat, das war so ein bisschen zu schnell. Für meinen Geschmack. So, zu irgendeiner Basis müssen wir mal gehen. Dann lass uns doch zu Blau mal gehen. Blau gibt mir ein bisschen komische Vibes. Ich liebe das, by the way, mit Speed zu spielen. Also, mit Speed einfach mal durchbieten. Lol. Weiß und Grün scheinen ja eh schon miteinander zu tun zu haben. Ey, ich sag nicht so... Ich will nicht zu viel sagen zu dem Typen, ne? Aber der macht... Also... Ich sag so viel, dass es auf jeden Fall ein sehr interessanter Gegner war. Stimmt ihr mir zu? Schon, oder? Also, bin froh, dass ich den losgeworden bin. Ich glaube, ohne Speed wäre der echt schwierig geworden. So, Grün ist in der Base. Was macht Weiß? Oh nein, wenn Weiß nicht hier ist, was macht Weiß wohl? Ja, ich glaube, ich muss wieder... Ich hole mir jetzt einfach wieder eine Enderperle, oder? Enderperle einfach sicher spielen. BB-Bett. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gedacht, dass mein Bett weg sei. Soweit so gut. Wobei, ich habe auch eine Trap gekauft, ne? Ich müsste es ja normalerweise mitbekommen. Was machen die? Warum ist hier nichts los? Könntest du mich bannen? Bro, also du hast auch noch nicht so richtig mitbekommen, was los ist, ha? Huh? Tools upgraden? Glaubt ihr, dass der Dingstuff dabei hat? Alright, das war unser Bett. Glaubt ihr, wir brauchen eins? Alright, Weiß kümmert sich schon ums grüne Bett. Dann antizipieren wir das Ganze und gehen aufs Weiße. Und dann hat am Ende keiner mehr ein Bett. Wir warten aber noch mit dem Abbauen. Denn ich habe das Gefühl, dass Grün gegen Weiß gleich kämpft. Oder eben jetzt. Und jetzt respawnt er eben mit Holzschwert und wir... Sollten eigentlich ohne Probleme den Kampf gewinnen. Clever, ne? Na dann. Wir haben ja Grün schon ein paar Mal jetzt gekillt. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. 7 Gaps, ein bisschen übertrieben, ne? Halbe UAC. Aber nochmal mit 12 Herzen. Bum, bum. GG! Gute Runde. Sehr schöne Runde. Generell die Runden echt relativ entspannt. Wir sind, by the way, bald bei 600 Wins. Aber ich möchte noch einen Win holen. Ich will ehrlich gesagt noch eine coole Runde. Akropolis! Ja! Alright, Leute. Perfekte Farbe. Ah, ich hasse das, ne? Ja, juckt die nicht. Bro, ich schwöre, ich wandere aus in die USA, ne? Also, Bro, Hilfe.
Hat er gesaved, krass. Ja, das wäre echt gut gemacht dann von ihm. Wenn er das halt überlebt hat, ist heftig. Ich hocke hier ohne Eisenrüstung, ne? Ja, Leitern bockt, aber ich schwöre dir, Leitern bockt echt nicht, auch wenn. Also, das ist für uns echt super schwierig. Unsatisfying wahrscheinlich für ihn, aber was soll ich halt machen, ne? Der letzte Feuerball mit Hass, immer so, ne? Ja, Bro, also ich sehe. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich ein paar Tipps gezeigt habe. Auch schon aber eine Weile her. Challenge, Tipps und Tricks. Hast du schon YouTuber-Rang auf Hypixel? Tatsächlich, ja. Den habe ich mir gegönnt. Ich habe Angst, das wird... Oh mein Gott. Keine Angst haben. Ich hatte sowas von keine Angst. Vor allem, das war der einzige Play, den ich hätte mir eventuell... So, okay, was mache ich jetzt? Okay, hinter diesem Pfeiler verstecken. Der einzige Billo-Play, der irgendwie so... Ja, probieren wir mal. Die Challenge ist auch, by the way, jetzt gefixt. Wir können sie gleich spielen. Kurz Hoffnung gehabt, dass ich ihn da irgendwie weg... Guck mal, Gelb hat ja auch kein Bett, ne? Bro, was der Atze da macht, ne? Also da kann wirklich ehrlich der Typ sich die Zähne ausbeißen. Okay, Gelb war hier gerade. Nur noch wir beide. Wir. Der Feuercreeper. Ach, Bro, was du wohl vorhast. Ich hole mir einen Sponge, hole mir eine Dierspitzhacke, Milcheimer. Wobei, der wird ja nicht mal einmal Dias geholt haben, ne? Der hat ja gar nichts. Ach, ich schwöre, es fehlt nur noch das Headset, ne? Digga, Mann. Ich sag euch aber ehrlich, ich glaube, dass der... So Eisengolem spawnt. Oder? Bro, er macht mir auch ein bisschen Angst, ne? Ah, nicht so gesprächig. Der Arme. Bro, er hat diese Firecharge auch mehr als ready gehabt, ne? Au.